Ich bin Thomas, ich bin in Leipzig geboren, meine Eltern kommen aus Vietnam und ich habe mich nach meinem... Alter, was geht ab, Leute, Junge? Können wir das, ein Interview wie von diesem Kollegen Nam, der mich auf einmal irgendwann vor einem Monat oder so angeschrieben hat. Man hatte sich jetzt auch mal kennengelernt, er war in München am Start. Und sein Crypto-Coach-Kollege, und wie gesagt, er macht so ein bisschen was für Wirts und sowas in Deutschland und so, setzt sich da ein, dies, das, Mindset und so weiter und so fort. Hat jetzt so ein Interview mit einem seiner Kollegen. Der ist, glaube ich, nach Vietnam zurückgegangen, als Deutsch-Vietnamese, und hat dort eine Sprachschule oder so gestartet. Schon interessant, sehr interessant. Hatte ich auch mal überlegt, ein Jahr einfach in Vietnam zu leben. Sprache, dies, das, Tradition, Heimat, ein bisschen besser kennenzulernen. Wir lernen jetzt erstmal das hier besser kennen. Habe ich zufällig beim Einkaufen gesehen. Diesen Typen hier müssen wir natürlich testen, aber nicht jetzt. Mit den Jungs irgendwann. Ihr habt zwei neue Soundeffekte, wusstest du das schon? Charlotte! Charlotte! Sind Zwiebeln! Sind Zwiebeln, Alter! Oh mein Gott, der ist zu geil. Und? Nein! Alter, das war von dem Bitcoin-Video von Funk. Oh mein Gott, Alter. Black Clover. Ich habe zwei neue Giganten angefangen. Echt Giganten. Black Clover, ja, viele sind enttäuscht. Boah, wie kannst du Black Clover noch nicht gelesen haben? Unfassbar. In der Tat, in der Tat. Also Black Clover und Fire Force. Beide um die 300 Chapter. Ist schon nicht schlecht. Also das ist schon das 100 Chapter, das 50% mehr als Demon Slayer. Ich habe was zu essen gefunden. Der Rahmen von so einem Pop-Up-Store, da habe ich schon mal gegessen, aber da hat er noch eine andere Location und jetzt bin ich irgendwo und such du die Location, weil da war ich noch nie. Dachgarten, das ist irgendwo, wie der Name sagt, oben. Die haben das irgendwie zu so einem Pop-Up-Store, Gastro, Chill-Area umgestaltet. Antesa Kino, Leute. Letzter Film, den ich gesehen habe, Fast and Furious mit ein paar aus der Telegram-Gruppe. Ich bin jetzt hier einmal rumgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo man hier raufkommt zu dieser Terrasse. Ich habe es von oben gesehen, also von unten gesehen, dass oben was ist. Also müsste ich hier richtig sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man hier raufkommt. Also da oben ist es, ist das so ein Parkhaus und auf der Terrasse, auf dem Dach ist es. Okay, mich hat gerade ein Mann angesprochen, er so, ich finde den Eingang nicht. Ich auch nicht, und ich habe gerade auch so ein Mädchen angesprochen. Sie so, hey, ich habe gesehen, dass sie ein bisschen auf Handy geschaut hat und dann so rumgesucht hat. Ich so, hey, sorry, suchst du den Eingang zu dieser Dachterrasse? Sie so, ja, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich so, Digga, ich auch nicht, ich komme gerade von hier. Und jetzt gerade ein Mann, wo ich die Kamera angemacht habe, er so, wo ist der Eingang? What the fuck, Mann? What the fuck? Hab den Weg gefunden, Leute. Oh mein Gott, Nightshot, die hat es bis hier oben geschafft, Mann. Alter, ich finde Nightshot überall. Sogar an meiner U-Bahn-Station habe ich letztens Nightshot gesehen. Ich so, oh mein Gott, Nightshot wandert überall hin. Hin ist es. Ich hole mir gleich eine Portion Ramen, dann packen wir es wieder. Über den Dächern der Stadt, Digga. Ja, okay, so hoch sind wir gar nicht. Ich habe gar nicht so eine geile Aussicht. Alles geil gemacht. Interessante. So, alles klar. Genau, wir haben ja heute hier in München drei schöne Sakas mitgebracht, Go Sakas. Und unser Ziel ist es eben auch, jüngere Menschen und neue Zielgruppen für das Thema Sake zu begeistern. Und ich würde dir gerne drei Sakas zeigen. Und wir gehen so in die Richtung eher trockene Weißweine. Okay. Und wir fangen an mit einem ganz tollen Sake aus Nara. Das ist die Ecke in Japan, wo die ganzen kleinen Rehe rumspringen. Und das ist ein Honjoso, der 15% Alkohol hat. Und 30% vom Reiskorn ist wegpoliert, ist eher trocken, hat eine leichte Honignote am Ende, und damit würde ich gerne mal anfangen und mal gucken, was du da sagst. Ein sehr schöner, easygoing Sake. Bleibt nicht lang im Rachen, hat nicht zu viel Umami.
Der Lachs wirklich smooth, nicht so. Ja, sehr smooth, wow. Und eine ganz leichte süße Note am Ende. Mhm. Ne? Also das ist das, die typischen Honjosos, die auch sehr beliebt in Japan sind. Und okay. Den zweiten, den ich dir zeige, der sitzt ja auch im Sake und Tonic als Mix drin. Das ist der Junmai. Das ist unser Topseller. Der kommt aus Kochi. Das ist eine Brauerei, wo der Braumeister mal Jazz hört, wenn er braut. Und ich würde mal sagen, das schmeckt man auch, den Jazz im Sake. Und den zeige ich dir jetzt mal. Der ist auch wirklich so, der kann man gut kalt trinken, gut warm trinken. Und habe gerade eine ganz schöne Temperatur dafür auch für dich. Kampai. Auch trocken, aber du merkst ein bisschen komplexer, ne? Schönen guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie auch ein bisschen Sake probieren? Gerne. Wir haben ein schönes Sake dabei. Ja, sehr schön. Und sehr, sehr schön, wow. Und ich gebe dir aber noch einen kurz, dann hast du nämlich yeah auch den, kriegst du noch schön den Junmai Ginjo. Die gehen ja nicht rum, also nein. Das ist dein Glas, ne? Ja. So, und jetzt, das ist 50% vom Reiskorn ist wegpoliert. Okay. Und der ist der super Essensbegleiter, zum Beispiel zu Sushi, zu Salaten, eher leichteres Gerichte. Und Sie verkaufen den auch hier? Heute darf ich nur präsentieren, aber er verkauft auch ein bisschen Sake und Sake Tonic hier. Der Herr neben mir, die vollen Rahmen. Das ist alles super. Das ist alles super, Mann. Ja. Du merkst ja noch richtig schöne, leichte Frucht drin. Ja, mega. Ja, ich bin noch ein Sake-Fan hier, Leute. Wow. Kochi, die Ecke in Japan, die bekannt ist für die tollen Yuzu-Früchte. Und extrem schönes Wasser. Schaut's mal, Leute, sogar mit dem Naruto-Wirbel. Schöne Aussicht. Die Leute kommen hier zum Chillen und zum Trinken. Die drei Sake waren echt super mild, super soft. Ich meine, ich habe hier noch zum Essen jetzt einen Sake-Tonic. Genau, das habe ich auf Instagram gewonnen, aber... Oha, das schmeckt mega, Mann. Gefährlich, Mann. Da weiß man auch nicht, was alles passiert. Aber manchmal gewinnt man Sachen auf Insta, weil man selber ein paar Follower hat und dann denken die Leute sich, okay, er gewinnt das, dann postet er das und dies, das. Okay, schaut doch mal die Rahmen an. Schaut doch mal die Rahmen an. Der direkte Vergleich mit Takumi. Takumi, der gehypteste Ramenladen Münchens, der mich mega enttäuscht hat. Eine Stunde Schlange gestanden für keine gute Ramen. Gute Brühe, mehr Geschmack als Takumi. Hähnchen. Sehe ich auch nicht so oft. Meistens eigentlich Schwein oder Rind. Ah, das war's dann auch schon. Ein so Naruto-Ding, drei Hähnchenstreifen, irgendwas Grünes, was ich nicht erkennen kann, und Zwiebeln. Sonst nur Nudeln und Brühe. Zeige ich mal das Ganze. Echt cool gemacht. Sollte es viel öfter geben. Ich glaube, in Berlin und sowas ist es Standard, dass die sowas machen. Aber in München hier, echt einzigartig. Also, Insider-Tipp. Ich muss sagen, wobei sogar als Insider-Tipp, ich hätte viel mehr Hipsters erwartet, wirklich. Ich dachte, das wäre voll mit Hipsters, die hier so chillen und. Eigentlich waren es eher ältere Deutsche. So ältere deutsche Herrschaften. Ramen war lecker. Aber mir hat eine gewisse, wie nennt man das, Salzigkeit gefehlt. Es war schon leicht vom Geschmack her. Sake war top, kann ich empfehlen. Sehr interessante Geschmäcker, also so kannte ich Sake eigentlich gar nicht. Ich kenne nur diesen einen, den es immer ab und zu aufs Haus gibt oder so, wenn du bei Asia Restaurant bist oder sowas. Ich habe mir Nachspeise geholt, Leute. Seht ihr nicht den Laden? Le Du Dumplings. Ich hatte so null Bock auf Dumplings, offensichtlich. Mir wurde der Tipp gegeben, dass es hier die besten Mochi
in ganz München gibt. Müssen wir natürlich testen. Den Laden will ich auch nochmal testen. Salmon Sushi. Hipster Sushi. Aber kann ich mir leisten. Ich muss euch gleich was zeigen. Alter, warte, ich leg das mal hier ab, dann kann ich es euch zeigen. War ich immer noch hängen geblieben auf den Fairhub-Döner. Er hat sogar die Facebook-Seite von denen entdeckt und ein paar Kommentare gepostet, was die so schreiben. Schaut mal, was die so schreiben. Einer schreibt auf die Facebook-Seite, und das hat Barisch in die Gruppe gepostet, ich kann nicht mehr. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mit meinem ersten Döner bei dir gegessen und war im Himmel. Dann nach 3 bis 4 Besuchen der Urlaub. Seither kein Döner mehr. Wie soll ich so leben? Bitte sperr endlich auf. Groß geschrieben. Der andere so, wann ist die ungefähr Eröffnung? Und dann hat Pferd geschrieben, vor 7 Wochen, also Hoffnungsschimmer, wobei ein paar Zuschauer meinten, die haben die neue Location abgecheckt und da ist nichts, absolut nichts. Ich habe ein neues Lokal auf der Favoritenstraße 94, 1100 Wien. Ich errichte alles komplett neu, von Lüftung bis Strom und so weiter. Ich hoffe, dass es bald aufsperren kann. Bis bald, liebe Grüße, Pferd. Ich habe so geschrieben, oh mein Gott, ein bisschen Hoffnung, aber wie gesagt, die Zuschauer meinten, da ist nichts, also. Barisch gibt nicht auf. Er meint, sofort, wenn das aufmacht, sind wir am Start oder ist er am Start, aber ich auch. Alter, wie hart er auf diesen Döner hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob wir Glück hatten, dass wir den noch gar nicht probiert hatten und somit nicht wissen, was uns entgeht. Oder schade, dass wir ihn nicht wenigstens einmal probiert hatten, weil anscheinend alle, die ihn wenigstens einmal probiert haben, sind süchtig danach. Wieso, ich kann keinen anderen Döner mehr essen außer den. Ich weiß nicht, wie soll ich leben? Zu heftig, Mann. Mein Gott, ich glaube, die Kamera hat nicht aufgenommen. Ich habe gerade alle Mutti gegessen. Angeblich die besten Münchens. 3 verschiedene Sorten. Oh mein Gott, anscheinend lief die Kamera echt nicht. Ja, war lecker, Leute. War lecker. Ich weiß nicht, ob ich ein Outro schon gedreht habe für den Vlog. Es ist Montag, morgen. Heute kommen 2 Videos, weil gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft. Ist länger geworden gestern. Wir waren unterwegs noch. Und ja, interessantes Restaurant, interessantes Pop-Up-Konzept. Irgendwo mitten auf dem Dach von einem Parkhaus. Richtig cool eigentlich. Also echt eine coole Location zum Chillen mal. Für ein Date oder sowas. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke in Berlin oder sowas gibt es sowas wie Sand am Meer, aber in München ist es das erste und richtig cool. Sag überraschend lecker, also das kenne ich gar nicht so. Und Ramen, die Ramen sind okay. Ich muss sagen, die werden ein bisschen gehypt von den Leuten, aber ich fand zum Beispiel der bei Shoya am Platzl, das ist der, wo ich mit Dimi zum Beispiel war, wo ich auch andere Sachen gegessen habe. Ich finde den Hammer, der ist bisher viel besser. Deswegen, die Suche nach gutem Ramen geht weiter. Aber ist okay, der Laden, also kann man auf jeden Fall dort vorbeischauen, ist mega cool dort. Wie gesagt, heute 2 Videos, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin immer noch, auch wenn es gerade hoch ist, super saftig ist, aber da geht noch viel mehr. DeFi, Cashflow, serious business, ciao.